aus dem Strohhalm trinken kannst, irgendwas Sommerliches, so ja, nimm mal einen Strohhalm oder so, weil dann ist das so voll sommerlich, als wäre es ein Sommerdrink, weißt du, dann, so, dann sieht man so, also sieht ja immer, bevor das Video losgeht, was passiert. Irgendwas Summer-Music. Oh, ich hab ein Lied. Nein, ich mach das nicht so. Oh, wie traurig, warum? Weil ich meine Videos so mache, wie ich will. Hauptsache, ich habe so eine Concealer-Lippe. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange mit Videos, weil ich ewig kein Video mehr gemacht habe. Wie fange ich an? Hello? Was gibt es denn für Intros? Wie sagen andere Leute das so? Hallo meine Mini... Was sagt der? Hello my Mini-Friends? Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Vielleicht fühle ich das jetzt so ein, dass ich jedes Mal einen anderen YouTube-Intro mache. Genau, deswegen ein kleines Video darüber, wie ich so Freckles mache. Und das machen wir erst auf meinem Beat Face und später auf Aaron sein Pure Natural Face, weil das da nochmal auch anders aussieht, finde ich. Wir beginnen damit, dass wir einen Lidschatten nehmen. Und zwar eher einen rötlichen Ton. Also ihr müsst aufpassen, dass der Ton nicht zu kühl ist. Und den sozusagen so ein bisschen, ihr könnt da echt einen Billo-Lidschatten nehmen, den abkratzen. Also man nimmt so einen Spatel oder man nimmt, keine Ahnung, Schlüssel oder Löffel oder ein Messer, whatever. Und das in so einen Tüpfen geben, wie nennt man das? In so einen Behälter. Und das da reinkratzen. Dann nehmt ihr einen Fixing Spray, egal was für eins, whatever. Und sprüht das da mit rein. Dann habt ihr nämlich so eine schöne braune Flüssigkeit. Und damit machen wir die Freckles. Ich nehme jetzt hier, das ist so ein Ende von einem Pinsel. Es gibt so die auch in Einzelnen für so Wimpern oder für die Augenbrauen, sage ich jetzt mal, um die in Form zu bringen. Das nehme ich jetzt hier und gebe das in diese Flüssigkeit rein. Und dann spritze ich das über mein Gesicht. Und eigentlich ist das so der Trick bei der Sache. Dadurch wirken die Sommersprossen so ein bisschen natürlicher, weil wenn man die halt mit einem Pinsel aufträgt, dann sieht das halt immer so platziert aus. Und Sommersprossen kommen random, die sind nicht platziert im Gesicht. Und deswegen ist diese Methode, finde ich, so am natürlichsten. Und es ist halt erst noch weicher, dadurch, dass man das sehr dünnflüssig hat. Also die Farbe ist nicht so intensiv. Also man muss da, ihr müsst aufpassen, ihr müsst auf jeden Fall eure Augen so ein bisschen zumachen. Also natürlich nicht alle zu und dann hoffen, dass es gut wird. Sondern, keine Ahnung, macht erst die eine Seite, macht halt ein Auge zu. Es ist so ein bisschen messy, was jetzt die Hand angeht und ihr braucht vielleicht auch eine Unterlage. Sprühe einfach mal random. Auch Sommersprossen, das kann man immer platzieren, wie man will. Man kann die platzieren, indem man das alles eher so auf der Nase hält oder so ein bisschen verteilt. Ich finde es immer natürlicher, wenn es so ein bisschen verteilt ist, wenn man auch an der Stirn jetzt, sage ich mal, Sommersprossen hat oder an Mund. Wenn ihr jetzt merkt, Punkte zum Beispiel sind zu doll, könnt ihr einfach mit den Fingern so ein bisschen drüber gehen, dann verschwindet das eigentlich schon fast wieder so ein bisschen, weil das ja einfach wie so Wasser mit ein bisschen Pigment ist, das heißt nicht so kräftig. So, jetzt seht ihr, das ist halt noch so relativ natürlich, ne? Also es ist sehr hell, also sehr leicht, ist jetzt nicht so kräftig. Deswegen gehe ich jetzt noch mit einem dunkleren Braun dran und gebe einfach alles nochmal so ein bisschen drüber. Also ich mische das einfach mit da rein. Die sind halt im Vergleich jetzt echt dunkel, deswegen die würde ich auf jeden Fall einarbeiten so ein bisschen. Also die nicht so pur da lassen, weil das ist halt sehr hart. Niemand hat so krass dunkle Sommersprossen eigentlich. So, dann gebe ich noch vereinzeln, gehe ich jetzt noch mit einem Pinsel dran und setze mir vielleicht so ein paar mehr Punkte, die so ein bisschen größer sind, wo ich möchte, dass da noch ein bisschen mehr ist einfach. So, jetzt sieht man ein bisschen aus wie das Sams. Und dann, wenn das schon so ein bisschen eingezogen ist, gehe ich da so ein bisschen drüber. Was man halt super machen kann, wenn man einen Pickel hat oder so. Da drüber auch was geben, weil dann hat man noch so ein bisschen Textur mit drin. Deswegen, also Freckles machen, wenn man gerade vielleicht nicht so einen guten Hauttag hat oder so. Oder ein paar mehr Pickel gerade.
ist eigentlich die perfekte Option, weil man die damit super abdecken kann und es super so aussieht, als wäre da einfach eine Sommersprosse, die oder ein Muttermal, was so ein bisschen sich abhebt, ne? Und so sieht das dann alles aus, wenn man Highlighter und Lippenstift drauf gemacht hat. Also es verschwindet dadurch halt so ein bisschen, also durch den Highlighter sind natürlich hier die Freckles dann nicht mehr so sichtbar. Aber ganz ehrlich, ohne Highlighter, wer geht da raus? So, gleiche Methode bei Aaron. Ohne Full-Face-Make-up. Ja, diese Full-Face-geschminkten Augenringe und Pickel. Ja, so. Voll angenehm, gell? Also eigentlich sehe ich aus wie ich, nur mit noch mehr Sommersprosse. Ja, zu sein. Das ist auch die Intention dabei, wenn man sich Sommersprossen macht, ne? Zeig mal im Vergleich, das sieht halt schon natürlicher aus wie in dem Gesicht. So. Ich finde, sieht einem schon gleich aus. Ja. Voll gleich. Mhm. Diese natural freckles human being. Ist ein bisschen glücklich auch sein. Bisschen. Oh, sei nein. Nein, you are beautiful the way you are. Vielen Dank, Aaron. Bitteschön. Kannst du wieder gehen? Tschüss. Nee, aber echt jetzt. Tschüss. Everywhere you go. Ich hoffe, euch hat diese Methode und dieses Mini-Video gefallen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll. Ich hätte auch gerne eigentlich noch ein Video über diese Palette gemacht. Also wenn ihr Interesse hättet daran, rein in die Kommentare. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Ich weiß nicht, gibt es auch Verabschiedungen bei YouTubern? Ciao, meine kleinen Freunde. Den wollte ich auch schon wieder sagen. Sehen wir uns bald wieder. Der hat sogar ein Ende. Und dann würde ich wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Oh Gott, bitte hasse mich nicht. Danke.